Meine Kinder immer, die haben immer gesagt, Daddy Susi, povesteste ce va. Dann habe ich angefangen, ich habe nicht Wallach kennen. Afosto date, camicio date und moschio babe. Daddy Susi, ei povestit, aus, da haben sie noch geknascht. Ich habe nicht mehr kennen wie das, weißt? Und dann habe ich das da halt gespielt, das Ruhe, weißt? Die sind auf die Beine gekrabbelt und ich wurde mit 78 kennengelernt gewesen. Im Park, was meinst du, hast du mich so beobachtet, dass dir nichts passiert, die sind auf die Beine rumgekrabbelt und alles. Ich und die Direktorin sind immer gegangen mit den Kindern alle. Und sie ist heim kochen gegangen, die Direktorin. Und dann hat sie gesagt, ich soll sie nicht verraten. Und ich soll beobachten, dass nichts passiert, weil wenn der Kinder was fehlt, weißt du, warst du verantwortlich. Dann habe ich bis auch da habe ich vieles erlebt, dort in der Kresche und in meiner Fabrik. Die ganze Gasse, Schwarzer Gasse, als Stammgang, das war damals ein junger, alter Stammgang, noch im Krieg. Wir sind alle zusammengegangen und wir waren. Und so schöne, wer war es? Sache Bavi, Sache Gret war, Sache Gret, wer war denn noch? Strings Kati? Der Schuss und dann waren wir noch in unserem Park, wir sind wir zusammengegangen. Alle, die ganze Gasse. Und der Mohler, der war auch Musikant gewesen, der ist auch so in die Gesellschaft gekommen. Und wir hatten ein paar Musikanten gehabt. Und dann hat man doch immer, wir haben doch nichts gehabt, kein Stil und nichts versetzen, wie das war schon. Dann haben wir Blindenmeisters immer gespielt, was haben wir sollen machen? Wir haben nur einen Stuhl gebraucht. Und dann hat er erzählt immer von dem Krieg, vom Zweiten Weltkrieg, wie sie eingeregt waren. Dann wurde der Kronenberger Sepp. In der Sechskasse haben die gewohnt, Grunenberger Schkati, sein Bruder war das, wie der war. Bei uns riecht niemand bei Brauns verdient, der war Großknecht gewesen. Und er war dort großer Knecht. Und er war auch eingeregt gewesen. Und wie schon war, immer die Buben, gell? Um 9:45 haben sie einen Zappelstreich, hat er geblasen und hat alles mit in die Bäder. Haben sie müssen alle schlafen gehen. Das war bei den deutschen Soldaten so gewesen. Um 9:45 haben die Soldaten, die deutschen Soldaten, alle müssen im Bett sein oben. Und die Spieße ist gegangen in die Kaserne und geschaut, ob sie alle in den Betten waren. Und sind sie in die Betten, ist er hingekommen und dann war alles in den Betten, lag der Kronenberger und hat die Roller Buh, haben auf dem Bett geguckt und haben gejodelt. Und noch, der Kronenberger hat will von dem Tiroler will lernen jodeln. Und der Spieß ist nicht gekommen, alles hat er den Bettler gelernt, der Kronenberger und die Tiroler haben lang gesetzt und gejodelt. Da hat der Spieß gesagt, Herr Kronenberger, Sie holen jetzt die Zahnbürste und tun die ganze Kaserne mit der Zahnbürste aufreiben. Und dabei jodeln. Wirklich war es so, wie der Spieß ist alle nicht hochgegangen, ob sie noch jodeln tun. Ne? Und bis morgen früh können sie jodeln, hat er gesagt. Bis morgen früh können sie bestimmt jodeln, hat der Spieß gesagt. Naja. So war das ein Witz gewesen, weißt du? So hat sie gemacht, okay. So eine Disziplin war damals gewesen. Hat alles müssen die Bäder so. Und der Mohler hat es in Ruf für manchmal Friss von nachher. Die Fenster wurden damals mit Stern zugelegt, aber drin ist es Kups, Blendenmeißes und alles Mädels haben wir gespürt. Solche Geschichten sind vorgekommen. Was hat man sollen machen? Ne? Ich kann ja viel, weißt du? Da musst du noch Porno kommen, bis ich mich ausgeputzt habe. Ja, wie ich in Österreich, wie wir gepflichtet waren,
Ja, das ist ja auch so. Ich wohne ja bei einem Gut, auf einem Gutshof. Ihr wisst ja, was Gutshof ist. Wo ich als Wirtschafterin angestellt bin. Und ich wohne ja, naja, war 27 Jahre alt, wie alt was war. Und hatte ich müssen von 13 Personen kochen. Da waren zwei Polenbuben, Pfannen, als Pfanne, zwei Ukrainer mit, Russinnen als Pfannen und eine Familie Österreicher. Ein Ehepaar mit zwei großen Buben, die haben ich alle müssen kochen. Und eine Frau noch, die vor mir war, die gekocht hat. Die hat gesagt, ich will kochen, weil dann haben sie mich entstellt dort vorhin. Und ich habe gesagt, ich kann ja nicht kochen. Meine Mutter hat immer gekocht. Nein, ich will schon kochen. Ne? Nein, ich muss kochen. An der Ostmarktstraße in Österreich, wo zwischen der Ostmarktstraße und da aus Bayern und Österreich war, die sind zusammengekommen. Und im Eck dort haben wir unseren Gutshof gehabt. Und der Bauer war noch lange wieder, war 71 Jahre alt. Und hat ein sechsjähriges Engelskind gehabt. Mit dem war er lange gewesen. Die Tochter war gestorben, der Sohn war in Gefangenschaft. Und die Mutter und die Frau war gestorben, noch war er lange gewesen mit denen. Dann hat sie mich geholfen. Wer schnell geredet, das Wort hat auf einem auch beim Bauer gedient und die war verwandt mit dem, weißt du, und durch das bin ich dorthin gekommen, auf den Gutshof. Na, wie schon war, ich habe geguckt und alles gemacht für die alle. Wir haben 46. Milchkind gehabt im Stall und ich habe mir für das ganze Dorf die Milch holen wir gehabt von den 46 Milchkühen für das ganze Dorf, wo dort war. Das war so ein kleines Dorf, der für in Österreich gewesen. Die sind noch gekommen, wo eine Frau gewesen, die hat alle da die Milch überholt von mir. Ich habe hingeschrieben, ich habe gesagt, wie viel Liter Milch und das. Und die hat für das ganze Dorf für Kartelle ausgeteilt, die Milch damals. Und so wurde es gewesen. Ich habe das Schild raus gehabt. Wenn ich das Essen fertig hatte, sind ich raus, ich habe das Schild gezogen, dann sind sie gekommen. Und wenn ich geschält habe, sind sie gleich gekommen, der einmal hingestellt oder was, ich sind keinen Schritt mehr weitergegangen, weißt du, wie das schon immer ist. Sind sie essen gekommen und immer Gebet vor dem Essen, die zwei Buben, in Gefangenschaft, Gebet. Haben sie an die Tiere gestellt, weil sie reingekommen sind und schon Gebet. Und nur sind sie an den Tisch gekommen. Die ganze Front ist gegen Wien gekommen. Dort haben sie noch bombardiert. Und wie war das? Und vorher sind ja von überall, von allen Ländern sind die Volksdeutschen beigekommen, wo Pflicht war. Wieso? Wie waren die auch die Flüchtlinge? So Flüchtlinge wie wir waren. Wir waren auch Flüchtlinge. Sind von Budapest, ganz Budapest, haben wir sofort auch. Dann sind sie gekommen und sind bei uns dort lang, weil wir einen großen Bauernhof hatten, und sind sie dort hin, haben kein Land in unserem Hof. Wir haben einen ordentlich großen Hof gehabt. Und dort hat die Jugend von 14 bis 16 Jahren, die Jugend sind ausgebildet vor an die Front damals. Das war damals vor dem Ausgang. Und die haben bei uns immer ausgebildet. Da habe ich immer geschaut. Und wie die von Budapest gekommen sind, waren viel mit der Wehenpflicht, weißt du, von der Dörfer an. Und die Kinder, wie schon war, auf dem Krieg, also dem Weg, haben keinen Krieg und nicht können schlafen. Und wie das schon ist, wie die Kinder schon. Dann sehe ich raus. Sehe ich mal den Hof abends. Dann habe ich gerufen, es war vor der Nacht. Die Weiber mit den Kindern, mit den kleinen Kindern, sollen alle reinkommen. Ich habe die ganze Decke, wo ich heute gerade auf die Erde gelegt. Und sie sollen da reinkommen, dass die Kinder, ich tue noch kochen, was, dass die Kinder was warmes sollen. Die haben gekriegt. Was meinst du? Da sind die gekommen, da habe ich angefangen zu kochen.
Und haben alles gekocht, Grießbrei und Kaffee und Milch und was schon einmal hat können kochen. Da war ein bisschen Ruhe, die Kinder hatten ein warmes Warmes gehabt und haben noch, sind noch eingeschlafen, gell? Und dort ist der Bauer ist der alle Tag gekommen, was meinst du, da haben das alles erzählt. Dann hat gesagt, es ist schon gut, dass ich so gemacht habe. Die haben gesagt, erst mal rechtes, will ich das machen. Das habe ich nicht gewusst, soll ich oder darf ich oder was, gell?